Wie kann man als Schüler nebenbei Geld verdienen? In diesem Video zeige ich dir eine Vielzahl unterschiedlicher Schülerjobs, was du dabei verdienen und wo du dich bewerben kannst. Ich bin mir sicher, da ist was für dich dabei. Also, viel Spaß beim Video. Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin's Tobias, dein persönlicher Karriereguru. Legen wir also gleich los, wie du ganz einfach neben der Schule dein Taschengeld aufbessern kannst. Jobgruppe Nummer 1 sind Dienstleistungsjobs, wie zum Beispiel Babysitten, mit dem Hund der Nachbarn Gassi gehen oder Einkäufe erledigen. Das Schöne an Dienstleistungsjobs ist, dass du letztendlich dein eigener Herr bist und entscheiden kannst, welche Leistung möchtest du anbieten. Gesetzlich gibt es hier keine Alterseinschränkung, wann du eine solche Dienstleistung anbieten kannst. Und gutes Geld kannst du dabei auch noch verdienen. Viele Leute haben einfach wenig Zeit und sind bereit, zwischen 8 und 10 Euro pro Stunde für jemanden auszugeben, der ihnen Arbeit abnimmt. Um deine Dienstleistung anzubieten, kannst du natürlich erstmal in der Nachbarschaft fragen, wer Bedarf hat. Am Ende des Videos zeige ich dir noch Internetplattformen, wo das ebenfalls möglich ist. Jobgruppe Nummer 2 sind Aushilfejobs, wie zum Beispiel Küchenhilfe im Restaurant, Regale einfüllen im Supermarkt oder Ablage machen im Büro. Bei Aushilfejobs kann man gutes und vor allem konstantes Geld verdienen. Darüber hinaus werden sie von zukünftigen Arbeitgebern als total positiv bewertet, weil du einfach erste praktische Erfahrung gesammelt hast. Gesetzlich dürfen solche Aushilfejobs bereits ab 16 ausgeübt werden. Und es gibt ganz viele Arbeitgeber, die explizit auf junges Personal setzen. Wo du dich bewerben kannst, kommen wir wie gesagt am Ende des Videos dazu. Jobgruppe Nummer 3 sind Promotion-Jobs, zum Beispiel Flyer verteilen, auf Messeständen arbeiten oder in Privathaushalten klingeln und Umfragen durchführen. Diese Jobs sind in der Regel mit wenig körperlichem Aufwand verbunden und dennoch kannst du eine Menge Geld verdienen. Bis zu 120 Euro am Tag plus Provisionen sind möglich. Promotion-Jobs sind allerdings erst ab 16 oder 18 Jahren möglich. In der Regel kommt man an solche Jobs über Agenturen, wo man in der Kartei gelistet ist und die einen dann an Aufträge vermitteln. Aber auch hier gibt es Online-Plattformen, die ich dir gleich noch vorstellen werde. Jobgruppe Nummer 4 sind Kurierjobs, wie zum Beispiel Zeitungen austragen oder Essen liefern. Zeitungen austragen passiert in der Regel zu Fuß oder mit dem Fahrrad und ist deswegen schon ab 12 Jahren möglich. Bezahlt wirst du dann mit ein paar Cent pro ausgetragener Zeitung. Jobs für Essenslieferungen erfolgen meist mit dem Roller, also motorisierten Fahrzeugen, und sind deswegen erst ab 16 oder 18 möglich. Zu dem Fixlohn von in der Regel 10 Euro pro Stunde kommt dann natürlich noch als Schmankerl das Trinkgeld dazu. Und Jobgruppe Nummer 5 sind die körperlich anspruchsvollen Jobs, wie zum Beispiel Arbeiten auf der Baustelle, Fabrikarbeit oder als Umzugshelfer. Diese Jobs gehen wirklich an die Substanz, werden aber im Gegenzug auch wirklich gut bezahlt. Als Fließbandarbeiter in einer Fabrik kannst du schnell mal bis zu 90 Euro pro Tag verdienen. Gesetzlich sind diese Jobs allerdings erst ab 16 möglich, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie körperlich so belastend sind. Nun habe ich viel darüber erzählt, welche Jobs es gibt, die du als Schüler nebenbei ausüben kannst, um dein Taschengeld ein bisschen aufzubessern. Kommen wir nun allerdings zu den versprochenen Plattformen, wo du dich bewerben kannst. Die erste Plattform, die ich dir vorstellen möchte, ist schülerjobs.de. Dort findest du nicht nur die Jobs, die ich dir eben vorgestellt habe, sondern noch eine ganze Reihe mehr. Am besten du stöberst einfach mal ein bisschen rum und ich bin mir sicher, da ist was für dich dabei. Zweite Plattform, die vor allem für Dienstleistungsjobs geeignet ist, ist beispielsweise eBay Kleinanzeigen oder Quokka. Hier kannst du nicht nur nach Inseraten suchen, von Leuten, die nach Nachhilfe oder Gartenarbeit suchen, sondern du kannst auch dein eigenes Angebot einstellen, in der Hoffnung, dass dich jemand findet und sich so eine passende Zusammenarbeit ergibt. Dritte Möglichkeit, um an Aushilfejobs vor allem in lokalen Betrieben in deiner Ortschaft ranzukommen, ist zum Beispiel, dass du dort einfach mal anrufst oder vorbeigehst und sagst, ob sie dann aktuell Bedarf haben und Stellenangebote ausschreiben. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die gängigen Jobplattformen wie Monster.de, Stepstone oder Indeed. Die haben sich jetzt nicht konkret auf Schülerjobs spezialisiert, dennoch bin ich mir sicher, dass du hier fündig wirst. Nun sind wir am Ende des Videos. Wenn dir die Tipps gefallen und geholfen haben, dann lass mir doch gerne ein Like da. Ansonsten schreib mir mal in die Kommentare, welcher Job denn so dein Liebster wäre oder ob du bereits schon persönlich Erfahrung sammeln konntest. Sofern du meinen Channel Karriereguru noch nicht abonniert hast, dann tu das doch gleich und aktiviere die Benachrichtigungen. Dann wirst du in Zukunft kein Video mehr verpassen. Ich produziere wöchentlich spannende Inhalte zu Themen rund um Schule, Ausbildung, Studium und Berufseinstieg. Also bleib ambitioniert und bis zum nächsten Mal.